Was wäre, wenn jemand behauptet, die Aussage, es gibt keinen Gott außer Allah, bedeutet, es gibt niemanden, der angebetet wird außer Allah? Wir antworten ihm, dass diese Aussage nichtig ist, da damit der Gottesdienst zu allem anderen außer Allah bestätigt werden und als richtig angesehen werden würde. Wenn man aber sagt, mit Wahrheit, dann verneinen wir alles, außer dem Allah gedient wird, und erklären dessen Gottesdienst als nichtig und sagen, dass niemand mit Recht und Wahrheit gedient wird, außer Allah. Wenn jemand sagen würde, La ilaha illallah bedeutet, es gibt keinen wahren Herrn außer Allah, so antworten wir, dass diese Aussage richtig ist. Aber das ist keine vollständige Erklärung von La ilaha illallah. Dies ist lediglich der Tawhid ar-Rububiyyah, die Vereinheitlichung Allahs in seiner Herrschaft. Und dies haben sogar die Ungläubigen bestätigt, zu denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen seien auf ihm, entsandt worden ist. Trotzdem traten sie damit nicht in den Islam ein. Allah sagt, sag, o Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir niemanden dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen. Und sich nicht die einen von uns die anderen zu Herren außer Allah nehmen. Doch wenn sie sich abkehren, dann sagt, bezeugt, dass wir Allah ergeben sind. Dieser Vers ist der Beweis für die Nichtigkeit der Annäherung zwischen den Religionen. Also, dass man alle Religionen als gleichwertig und von Allah als akzeptierte Religion ansieht. Hier der Verfasser, rahimahullah, möge Allah mit ihm barmherzig sein, erwähnt den Beweis für die Bezeugung, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen seien auf ihm, Allahs Gesandter ist. Und Allah bekräftigte die Bezeugung im Vers mit drei Sachen: mit einem geraden Schwur, dem Buchstaben Lam im Arabischen, sowie mit dem Wort Qad. Der Beweis ist, dass Muhammad Allahs Gesandter ist, aus den Worten Allahs, zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadenvoll und barmherzig. Die Bedeutung der Bezeugung, dass Muhammad Allahs Gesandter ist, ist in Gehorsamkeit gegenüber ihm, indem er befahl, die Bestätigung gegenüber dem, dass er berichtete, dass man sich von dem fernhält, dass er untersagte und dass man Allah so dient, wie er es beibrachte. Und der Verfasser erklärt hier die Bedeutung, dass Muhammad Allahs Gesandter ist und dass das Glaubensbekenntnis folgende Punkte Pflicht für jeden muslimischen Mann und jede muslimische Frau macht: die Gehorsamkeit gegenüber dem Propheten in dem, was er befahl, dann seine Bestätigung in dem, was er berichtete, und das Fernhalten von dem, was er untersagte, und dass man Allah nur so dient, wie er es verordnete und er es verdeutlichte. Die Bezeugung, dass Muhammad Allahs Gesandter ist, beinhaltet, dass er selbst ein Diener ist, dem nicht gedient wird, und dass er ein Gesandter ist, der nicht als Lügner erklärt wird. Und dies beinhaltet zum einen, dass wir ihm gehorchen in allem, was er befahl, da er von Allah seine Botschaft bekam. Dann zweitens die Bestätigung des Propheten in allem, was er berichtete, denn er ist der Wahrhafte und der Vertrauenswürdige.
Dann drittens das Fernhalten von dem, was er untersagte, also dass man darum einen großen Bogen nimmt. Und viertens, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht dienen, außer mit dem, was wir von dem Propheten alaihi salatu wassalam, Frieden und Segen sein mit ihm, überliefert haben. Ebenfalls ist das eine Widerlegung der Erneuerer in der Religion.